Ich weiß es immer noch nicht. Interessiert mich auch nicht, ist nicht mein Problem. So, dann gehen wir noch kurz zum Süßkartoffeln, wollte die, ne? Warum ist der eigentlich angepisst auf uns? Guck mal, ich hab ja was selber gekocht. Hey, wie geht's? Hast du das gehört, scheint dir gut gelungen zu sein. Ach. Oh, wie läuft's? Na. Hm? Grüß dich und hallo. Ein Trip zum wundersamen Kokosinstitut. Ja, aber kein Geld zu haben, ist ein Hindernis. Ja, nimm Honig, komm. Boogie ist super, so wunderbar. Mit so viel Klingeling, wie es im Puls größer Traumbeug war. Danke, dass du den Klingelbund geöffnet hast. Mein Traum teilst mir ein Stück näher. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du kommst bald wieder. So nah und doch so weit. Ist die Kokosinsel. Käufe gar nicht für mich. Ja, da mal den neuen Bumper müssen. Warte mal, was fährt denn nochmal? Ja, da steht's. Müssen wir uns mal umgucken, wo die Sachen wachsen, dass wir ein bisschen was abgrasen können, weil. Money for nothing. Also was der Arbeitsaufwand betrifft. Was warst denn du eigentlich hier? Oh lol. Komm echt aufsammeln. Digga, wie viel sind das denn? Mach mal das ja ganz so lang, dann brauchst du die Form nicht mehr. Kannst du mal aufhören, die mal mein Kapital zu fressen? Die Schildkröte ist leicht an ihrem roten Halszug zu erkennen, was sie es wohl her hat. Was weiß ich, ist egal, solange die nicht mein Kapital hier wegfrisst. Wollen wir mal schön gucken. Cecilia, Molly, Lumina. Oh ja, Besagerland, Rock, Gustava, Gordy, keine Ahnung, was mit dem los ist. Takakura, Vista, ja, Lu, Romana, Sebastian, Gavin, Sally, Chris, haben wir so viel Kontakt. Werner Bengel, Gary, Nina, Bad Doch. Wenn man das sich rumtreibt, Daryl, Carter, Flora, Fauna, Hui. KB, yay, KB, Bruder. Ja, man hat mir hier vor uns kommen. Warte mal, komm mit dem eigentlich reden. Hey, Links, Takakura, was gibt's denn, Junge? Na Junge, wir laufen die Geschäfte. Wenn du die Weide düngst oder wenn du die Zepf streichen lässt, wächst das Gras von selbst. Wenn es mit der Ziel schneidest, soll es auch wieder nachwachsen. Das Gras, das du auf der Weide schneidest, wird automatisch zu Futter. Ah. Ist mir das sicher Ernte. Ist schon interessant. Aber ich lasse es mal so ein bisschen wachsen. Verbrenne ich da der Kamin? Kannst du sagen, kannst du mal rüberhüpfen, bitte? Danke. Hm, okay. Aha, müssen wir da rein tun? Nee, das passt. Aber was Neues gibt's ja nicht, oder? Einrichtung. Samenfertiger. Das wäre halt schon geil. 30k mehr fast, ne? Verarbeitungsraum ist jetzt noch nicht relevant. Düngefertiger war cool. Da google ich aber echt mal nach, wie der funktioniert, was man dafür braucht, wo man das Kohle ausgeben. Gut, dann meine Kinder, ab rein mit euch. Nee. Ich will noch nichts gehabt. Ja, gut, ich habe jetzt heute noch nichts gehabt. Das ist. Ja. Okay, wir können jetzt aber noch trainieren. Komm her. Ich habe hier gar nicht geknuddelt reden. Absetzen.
trainieren. Und einmal. Junge, ist auch recht ewig. Zweimal. Drei. Boah, ist das übel. Vier. Machen wir viermal, das ist okay. Wenn es auch bei Männchen machen noch und Pfötchen, ach du Schande. Ah, da passt aber ganz gut auf, KB. So ist gut. Wasser. Nochmal. Zwei, packt er. Dritter. Ah, vierter wird knapp, oder? Ah, da gepackt. Er macht er ganz gut. Ja, Leute, es wird irgendwann zu todeslang dauern zum Trainieren, echt. So, Nummer 3. Sieht ganz gut aus. Wenn man es mal so anguckt hier, ne? Traumhaft. So, da gibt es noch Pfötchen und dann kommt meine Lieblingsdisziplin springen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sehr schön. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ah, wollte gerade mit dem fünften ansetzen. Ja, ist so Training jetzt. Ich weiß, ich soll einen Wechsel machen, aber ist jetzt halt so. Ja, sonst für die Muskulatur gleichmäßig. So, noch einmal Pfötchen, dann springen. Neunmal. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. So, bis befreit für heute. Achso, wir können noch unser Design ändern, Look ändern kurz. Regenkappe, okay. Kuhanzug. Kein Name irgendwo, oder? Ist für den Winter eher. Yeti-Kleidung. Kann man gar nicht, wenn es regnet. Das ist übertrieben. Dann kaufen wir woanders mal ein bisschen andere Kleidung. Ja, da haben wir doch, oder? Ja, ich meine, die Füße warte mal. Ja, sieht so aus. Was sagt's? Nein, nicht im Mülleimer. Gut, Nachrichten. Und jetzt enthüllen wir wieder die Schmutzgeheimnisse der Pflanzen. Einmal schütteln. Peter, wie pflügt man Baumfrüchte? Oh Gott. Ja, gehen wir schlafen, jetzt schlank es im Kopf hängen. Schafis können wir uns eigentlich auch noch besorgen. Beispiel die Samenproduktionsstätte, das wäre wichtiger. So, KB ist am Knacken. Gucken wir uns jetzt Chicaria rein. Kuscheln. Reden. Absetzen. Aufheben. Reden. Knödeln. Absetzen. Aufheben, reden, knütteln, absetzen, noch nicht rauslassen, weil, genau, die nämlich noch Eier legen muss. What? Ich habe noch keinen schon aufgefüllt. Da los. Oh, ey, S. Genau, danke. Ja, scheint es recht gut zu gehen, ne? Ist ja recht. So, Bürsten. Knuddeln. Scheint es gut zu gehen. Gut, Bürsten.
Knuddeln. Aussaugen. Reden. Bürsten. Knuddeln. Zack, dir knuddeln. Dankeschön. Rausgehen und rauslassen. Bei den Chicks müssen wir gucken, wie viel Uhr die... Ich gehe fast schon um 8 Uhr mal davon aus. Wir haben Eier legen, ne? So. Nein. Da weitermachen, bitte. Oh. Boah, noch Wasser. Gut. Auffüllen, bitte. Ich freue mich schon, wenn wir eine bessere Gießkanne haben. Also die ist schon besser, aber halt noch besser, ne? Ach man, manchmal hol's raus. Ja. Gießen. Gießen. Das können schon die Erdbeeren sein, so wie die aussehen vom Blätter her. Das war unteren. Wie die Süßkartoffeln aussehen, das weiß ich gerade selber nicht, ehrlich gesagt. Ja, wir haben recht gemischte Felder, ne? Oh, ist leer. Okay. Auffüllen. So, Kinders. Ah, Lazy fällt dabei vorbei. Da, 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 da. Aber die Äpfellein und Räuble haben sich schon gelohnt. Nehmen wir das noch kurz mit. Haben wir auch noch zwei Stück. Ja, soll jetzt ja den Pilz dem anderen Pilz zeigen. Mann, Junge. Hi, Kirby. Auch schon wach. So. Was ist los? Ja, der hat Hunger wahrscheinlich. Ein Schnuller dran, ist ja geil. Warte mal, da kann man jetzt aber rausholen. So, dann kann man da ja ganz gemütlich machen. Sehr schön. Was geht? Reden. Absetzen. So, wir brauchen erstmal eine. Pferd. wartet mal eine Sekunde. Was vorbei. Es ist Gaby. Das behalte mal. Gut, Gaby, jetzt gut. So. Was denn? Magst du trainieren? Ja, gut, dann nehmen wir halt kurz eine Runde. Auch von allem eine Sache. Der ist jetzt gerade auf, ne? Der ist gerade auf Zack jetzt. Und, Fältchen. Spring du mal ein bisschen härter üben, ne? Machen wir drei Stück ein. Drei Einheiten insgesamt. Und hüpfen. Und hüpfen. Und hüpfen. Dann wollen wir mal gucken. Das ist schon auf 4, ne? Das ist bald überall auf 5. Das ist gemaxt fast. Geil. Dann würde ich jetzt aber mal. Hä, weg? Oh, der kommt halt. Oh, okay.
Stimmt. Habe ich was vergessen? Was war das andere? Das ist aber erst glaub, 2 Tage nach ihm, ne? Ja, am 5. Okay. Die können wir verkaufen. Nee, Kevin, muss jetzt arbeiten. Macht um 12 Uhr seinen Drecksladen auf. Genau, schauen wir mal, irgendwas finden, zufällig. Eine Schildkröte, die wollen wir aber nicht. Hä? Achso, ich dachte, der hat jetzt den Panzer verzogen. Wer bist du von den zwei? Das wäre schön, nicht? Ja, geht so. Wir angeln nochmal kurz eine Runde. Flup! Ja, schauen wir mal, ob der... Ich glaube jetzt nicht, dass ich wieder bessere Werkzeuge hätte. Das wäre ja geisteskrank. Ich glaube nicht, dass wir so viel inzwischenzeitlich geangelt haben. Und die andere Frage ist, countet es mit, obwohl wir das eine Ziel erreicht haben, aber neu gekauft hatten? Interessante Frage. Große rote Meerbrasse. Geil, hereinspaziert. Ich habe geöffnet. Ja, ich weiß. Wir müssen aber vielleicht auch das, was im Stand verkaufen oben. Kann man auch Fische oder sowas haben, ne? Kaufen. Sommerblau. Ja, das können wir uns mal gönnen. Ist okay. Ja, was? Ja, verkaufen bitte. Das kann weg. Das. Fisch kann weg. Das. Achso. Wie krieg ich für? Ja, ist okay. Ja, verkaufen wir da. 115 befruchtete Ei. Was? Ja. Ja. Wunderbar. Dann würde ich... Kann ich hier eigentlich mal reden, ne? Hallo. Aber für Sie ist es wie mein ganz langer Dunkel. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, die Jahreszeit ist genau richtig. Ja, das stimmt allerdings. Schöne, angenehme Jahreszeit. Herbst. Braucht man kein Klimagerät, dass man hier nicht stirbt, aber wenn man aufnimmt. Gefühl zumindest. So, Herbert, warte ich kurz. Ja, sieht zufrieden aus. Solange man neue Hufe kriegt, ne? Kennen ja. Den Halunken. Gucken wir uns da oben mal um. Die Karte ist halt recht klein, wenn man uns in Stardew Valley verwöhnt ist. Kritisches Thema. Haben wir noch gar nicht gehabt. Müssen wir mal mit Takakura reden. Wegen dem Haus-Upgrade. Ja, ich habe das Gefühl, das ist halt Schweinteil. Nachteil ist, dann brauchen die halt hier nur Geld und sonst nichts. Keine Steine, kein Holz, nada. Apropos, treffen die das nicht? Alles auf dem Hof, okay. Ist im Haus? Nö. Mal kurz. Das heißt, irgendwo im Stall ist. Ah ja, da ist er. Nur zum Plaudern. Sie fühlen sich traurig, also wenn jemand der Fische gut Blut genug ist. Will ich auch nicht, dass sie den eingefecht fühlen, ja? Guck mal. Was gibt's denn, Junge? Reden.
Mhm. Sieht gut aus, oder? Meinst du für mich? Jupp. Ah, danke vielmals. Ja, vielen Dank, weiß ich schätzen. Sehr schön. Ah, die Samenmaschine, die kaufen wir uns auf jeden Fall. Oh. 2000, sehr schön. Wie viel gibt's denn für die Milch eigentlich? 150 pro. Oh, krass. Das ist heftig. Samenfertiger. Würde ich schon gern holen, weil ich glaube, das wir brauchen die Samen noch einmal kaufen, weil wir dann halt A-Pflanzen haben, dann wird es halt richtig gut. Ui, sind da wieder welche? Komm mal. Geil. Oh, da ist ja noch ein großer. Zwei große drauf. Sagen wir jetzt auch noch was. Na komm, da ist noch was. Ich sehe es, das ist ein gelber Kranz rum. Guck mal, ich kann mal essen. Ja, geht. Okay. 105. Oh. 75. So, lass mal das mit Geld rauskriegen. Gut. Ja. Knaten! Ach so, ich hab gedacht, er feiner KB. Ich hab gedacht, er würde. Hallo. Pferdchen, aufwachen. Hallo. Komm mit. Wir müssen arbeiten. Mal sagen, wir mal den Fluss. Ach, wir haben den Fluss. Da muss das noch rauskommen. So, raus mit. Also, Herbert, wie war denn das jetzt nochmal? Als du den Blauball gefangen hast. Ja, das war also so. Ich habe einen Mangel ausgeworfen. Auf den See. Als auf dem Meer, mit meinem Floß. Und dann hat er angemessen. Dann hab ich ihn rausgezogen. Dann hab ich einen Bitstep verpasst und dann war's das. Als es mit dem Blauball ging schneller. Was heißt denn da für ein Goldfisch? 6 cm, ah ja. So, so. Kleines Tierchen da. Mhm. Na, guck mal. Na, ja, der könnte größer sein. Sieht gut aus. Ja. Sollte man anbeißen hier. Ah, oh, nein, nein, sie ist völlig falsch rein wieder. Ah, oh, nicht zu viel Schnur, Mann. Guck mal, wo der ist. Oh, 32, uiuiui. Ui, ui. Ich hoffe, du hast die Bandscheibe nicht gebrochen, Mann. Ja, ihr merkt Pferde, ne, wenn es ums Angeln geht, Profis. Ja, ich würde gerne Felder upgraden gerade. Das, ne, da kommt man noch mehr Kohle machen, da brauchen wir, glaube ich, schon bessere. Da brauchen wir echt definitiv die Silber-Gießkanne. Jetzt hopp weiß an, dankeschön. Dann würde ich auch gerne ein Feld machen, wo nur Bäume stehen. Was denkst du? Ist es gut so? Ja, sieht gut aus. Ich will Menschen. Pferd können es besser. Ne? Aha. Mhm. Ja, sieht gut aus. Ah, langsam, schon. Sehr schön. Wir gehen mal anders in der Welt. Das ist ja Zeitverschwendung. Wir gehen ins Meer. Wollen wir mal noch mal kurz quatschen? Einfach so. Hallöchen, Buggy. Was macht die Arbeit auf dem Hof? Es geht hoffentlich alles in den... Ey, ist ein Gang? Wie sind Gäste aus, läuft, ja, da steckt man sich so durch, du kennst es ja. Hallo Buggy, bist auch hier, um die Musik zu hören? Ja, und so, wie böse ist der dich? Nicht der Beste mit dem Blauen, aber tu, was du nicht lassen kannst. Ja, das könnte man so sagen. Ah ja.
Ah, der pennt. Okay. Kann man ruhig mal angeln hier. Hauptvertriebszeit eigentlich, ne? Da gibt's sonst nichts zu tun. Wenn wir ja mal einbeißen würden. Ich hoffe, dass irgendwas demnächst noch fertig ist. Dass wir es haben. Ja, tschüss, verpiss dich. Wir brauchen nämlich was für einen fünften, aber ich glaube, das sollte gehen. Oh, Budi! Das sieht aber groß aus. Hallo? Jetzt komm. Das ist sehr schön ausgenommen und frittiert. Junge, 118. Das hat sich gelohnt. Ja, macht ihr gut, ne? 118 ist aber, ne? Ist okay. Schon Menschen. Ja, Pferde sind immer ziemlich ehrgeizig, was sowas betrifft, müsst ihr wissen. Die haben ja das Angeln erfunden vor den Menschen, ne? Und von der Tatsache, ein Blauwall ist einfach den Standard. Raus zu 100 mehr. Mach nicht mehr den Angeln. Ist easy. Heckenfisch. So. Abby, wir gehen zurück. Na, Feierabend für heute. Jupp, Feierabend für heute. Ja, schön, schön, schön. Also halten wir das Gelände beim Angeln. Jupp, denk schon. Und das wäre? Größere Fischangel. Korrekt. Richtige Kuh, richtige Kuh. Oh, sorry, du hast geschlafen. Oh, meine Fresse. Jetzt bist du ja wahr, du bist eine blöde Kuh. Gut, dann rein mit euch. Klar, auch mal andere Kühe kaufen, vor allem kreuzen, was dann für Mischungen rauskommen, wäre interessant. Gucken wir mal da kurz nach, dass jeder Futter hat. Seid ihr alle versorgt? Oder knuschelt ihr gleich was? Nee, sieht gut aus. Können wir uns kurz unsere Fische einlagern. Und die Pilze. Oh, die Milch können wir noch abgeben. Und aktuell passt, ja, wir haben ja noch Essen, von daher. Das ist mehr, da ist ja nichts. Glück ändern und Spiegel ansehen. Wetter? Gut. Und Haya-Bubu. Achso, von so einem Küken müssen wir noch ein Foto machen, bevor es groß wird. Ha, fast vergessen. Gut, uns Wetter heute. Gut. Okay, wie düst noch? Wissen du? Yep. Knuddeln. Absetzen. Hochheben. Reden, knuddeln, absetzen. Hochheben, knuddeln, absetzen. Perfekt. Dann gehen wir kurz rein, kommen zum Bier. Dürften ja schon wach sein. Willst du mal in der Suche? Beweg doch mal den Arsch weg. Oh Mann. Achso. Hallo, was denn da? Mies Goosey.
Merkstation. Reden, knuddeln, bürsten, das Übliche.